Tom Lausen, es ist inzwischen der 17. Verhandlungstag gegen den Arzt Dr. Walter Weber. Sie haben fast jeden einzelnen Prozesstag begleitet. Welchen Eindruck haben Sie von der gerichtlichen Einvernahme des Gutachters Prof. Dr. Ondruschka? Also das war heute. Wir sind heute am 25. September 2024. Herr Ondruschka war zum dritten Mal da. Es gibt sehr viel zu berichten. Und es war heute einer der interessantesten, turbulentesten Tage, die sich komplett gegen das Gericht hier offensichtlich richten. Denn dieses Gericht scheint ganz offenbar den Verurteilungswillen durchbringen zu wollen. Ich habe auch die Begründung dafür. Es ist nämlich so, dass ich über eine Presseanfrage der Welt herausbekommen habe, dass in Hamburg bereits, ich glaube, 139 Menschen wegen solcher angeblichen Anstiftungen und unrichtiger Gesundheitszeugnisse verurteilt worden sind. Aber der eigentliche, der die Gesundheitszeugnisse noch gar nicht ausgestellt hat, der soll erst verurteilt werden. Das heißt also, wenn der jetzt nicht verurteilt würde, wären das ja ganz viele Urteile hier in Hamburg gewesen, die falsch sind. Also muss dieses Gericht offensichtlich dicht halten. Und ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben, eigentlich sehr viel, wie immer. Und ich habe gesehen, dass heute die Vorsitzende Richterin Frau Beer sehr, sehr, sehr schlecht agiert hat und schon am Rande der Rechtsbeugung unterwegs ist. Der Verteidiger, oh, jetzt kommt mir hier ein auf das Glas. Der Verteidiger hat schon mitgeteilt, dass das sehr nah an der Rechtsbeugung ist, was das Gericht hier macht. Das ist sehr schlimm. Also wir sehen hier einen ganz, ganz schlimmen Prozess. Und eine Sache, die sehr schnell zu sehen war, ist, dass ganz offensichtlich der Gutachter für drei Termine einberufen wurde. Und jetzt waren aber die Fragen gar nicht zu Ende. Es gibt ja immer noch ganz viele Fragen an diesen Gutachter und das will sie nicht mehr zugestehen. Hat gesagt, sie hätte drei Tage veranschlagt. Heute war ein Tag davon und der hätte von 9 Uhr bis um 12.30 Uhr mit dem Herrn Ondruschka gehen sollen. Und sie wollte ganz dringend, dass der um 12 Uhr sogar 25 gehen kann, weil er müsse schon 5 Minuten früher weg. Und aber das Gericht ist aus völlig ungeklärtem Grund erst eine Dreiviertelstunde später angefangen. Und sie hat aber trotzdem am Ende gesagt, nein, Herr Ondruschka wird jetzt entlassen, auch auf die Anträge der Verteidigung, Herrn Ondruschka nicht zu entlassen, haben sie einen Beschluss gefasst und haben ihn dann doch entlassen. Und sie haben dann nicht mal den Abschlusssatz gesagt, der Zeuge bleibt unvereidigt. Sie haben ihn einfach entlassen. Und es ist also auch das sind schon in der Nähe der Rechtsbeugung liegende Tatbestände. Also die sind komplett außer Rand und Band. Und das hat mit Rechtsstaat hier alles gar nichts mehr zu tun. Die wollen einfach nur verteidigen, dass sie diese bereits geschehenen Verurteilungen retten können. Dass sie da nicht in große Probleme kommen. Denn diese Gerichte hätten niemals, bevor der Arzt nicht verurteilt ist, angebliche falsche, also nach 278, hätten sie die anderen nie verurteilen dürfen. Das haben sie aber trotzdem gemacht, gefiel ihnen offensichtlich ganz gut und jetzt tragen sie auch die Konsequenzen dafür. So, dann habe ich natürlich noch weitere Sachen aufgeschrieben. Wir haben heute herausgefunden, dass Herr Ondruschka überhaupt gar nicht über den Strafgesetzparagrafen 278, also das Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse zum Gebrauch einer Behörde, über den Gesetzeszweck gar nicht wusste. Der hätte er im Rahmen seines Gutachtens eigentlich ermitteln müssen und aufklären müssen. Das wusste der gar nicht. Also der hat einfach immer nur gesagt, der Patient braucht eine Maske und wenn er keine Maske hat, dann muss er auch schwere Erkrankungen vorweisen. Das ist natürlich alles Quatsch, aber sie halten das aufrecht, wie sie es können. Aber ich kann nur sagen, am Ende wird das nichts. Welche Bedeutung messen Sie eigentlich dem berühmt-berüchtigten Dirnen-Urteil aus dem Jahr 1940 vom Hintergrund dieser Tatsachen bei? Ja, also wir sind hier tatsächlich so ein bisschen so im Verfahrensgang in so einem, ich würde mal sagen, sehr streng in so einem Problem, dass nämlich gar kein Urteil existiert, dass jemals ein unrichtiges Gesundheitszeugnis, also sprich Maskenattest eines Arztes mit einer körperlichen Untersuchung stattfinden müsste. Und wenn man dann schon in die Zeit des Nationalsozialismus zurück muss, um darauf zu referenzieren, dann hat man als Gericht schon schlechte Karten, weil offensichtlich ist ja in der Zwischenzeit nichts derartiges passiert. Und wenn das einzige Urteil ist und das ist noch nicht mal passend für diese Fälle mit den unrichtigen Gesundheitszeugnissen angeblich der Ärzte, dann hat man die Armseligkeit des eigenen Vorhabens eigentlich schon auf den Tisch gelegt. Das Vorhaben nämlich verurteilen zu wollen um jeden Preis. Auch mit nationalsozialistischer Ideologie. In der politischen Landschaft tut sich jetzt gerade auch einiges in Bezug auf die Corona-Aufarbeitung seitens des Bündnisses Sarah Wagenknecht und auch der AfD. Haben Sie die Hoffnung, dass das Gericht den Regierungskurs bald verlassen muss? Nein,
die sehen nicht so aus. Die sind auf der Regierungslinie, dass Corona alles richtig gemacht hat, beziehungsweise das Robert-Koch-Institut, das Paul-Ehrlich-Institut, die werden noch ihr blaues Wunder erleben. Diejenigen, die sich haben impfen lassen, werden auch noch ihr blaues Wunder wahrscheinlich erleben, wenn sie erfahren, dass das Paul-Ehrlich-Institut niemals zu keinem Zeitpunkt wusste, dass es oder Beweise hatte, dass es sicher ist, diese Impfung zu nehmen. Dafür haben wir genug Schreiben vom Paul-Ehrlich-Institut. Das Bundesgesundheitsministerium wusste das alles. Sie haben gar keine Daten dafür gehabt und haben es einfach behauptet. Aber diejenigen, die es genommen haben, werden sich dann auch zu dem richtigen Zeitpunkt, wenn sie es das erste Mal hören, glaube ich, ziemlich verschaukelt fühlen. Und vielleicht ändert sich dann etwas. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.